Hallo, da sind wir wieder. So, eigentlich hatten wir ja geplant, ne? Hier, das hier. Hudson Yards. So ein bisschen. Lincoln Tunnel hatte ich ja schon. Nebeneinsatz. Nachschublieferung. Kommen die immer wieder? Ich glaube, die kommen immer wieder. Den da habe ich noch nicht gemacht. Aber, also wie gesagt, eigentlich hier, ne? Plan Hudson Yards, so abgrasen. Schwere Kopfgeldjagd. Ich muss sagen, Hauptmission, okay. Ach, hör auf zu reden. Hier die Story-Einsätze sind nicht viele. Sind nicht viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch nicht im Level hoch genug dafür. Seht ihr hier. Außer fürs Hudson. Hudson Flüchtlingslager? Ich habe den Einsatz. Ach ja, das ist der, den ich abgebrochen habe. Story-Mission, nicht viele. Kampf, ja, es ist halt irgendwie immer, ihr wisst schon, das Gleiche. Da kommt nicht viel Neues bei rum. Es werden wohl dann immer mehr, zumindest diese Nebeneinsätze und diese Ereignisse. Wie gesagt, je weiter. Je mehr Safehäuser man öffnet, je mehr Karten man sich anschaut, etc., wird immer mehr. Aber ich hätte gesagt, wir machen uns mal auf in die dunkle Zone, die Dark Zone. Und dafür hätte ich gesagt, arbeiten wir uns mal hier so durch, oder? So schön von Kampf zu Kampf. Aber keine Antennen, keine Antennen, keine Antennen. Das machen wir jetzt mal. Wir arbeiten uns mal jetzt mal Richtung Dark Zone und wenn wir da sind, dann schauen wir mal, wie man so als einsamer Wolf da drinnen überlebt. Ich sag's euch gleich, ich werde größere Gruppen meiden. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs! Ich traue keinem. Keinem. Agent, unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. Ist das der Riddler aus Batman? Kann das sein? Ist das der Riddler? Übersteuere ich gerade? Mal gucken. Nein. Scheint nicht so. Wo war ich? Ja, wie gesagt, ich werde da drin keinem trauen. Keinem. Ich stehe auf leichte Ziele. Das wird lustig. Erledig das jetzt. Sprich dein Gebet. Mach was für ein Idiot. Alter Schlag. So, noch mehr? Nein. Dann kannst du jetzt wieder gehen. Ich bin da jetzt voll reingerannt. Erdbraun. In stylischem Erdbraun. Ja, ich bin gespannt.
Manch einer wird sich fragen, warum geht der alleine in die Dark Zone? Erstens, weil ich ein richtig krasser Typ bin. Und zweitens, weil ich einfach keinen gefunden habe, der eine One, so wie ich, und dieses Spiel hat und Zeit hat. Das sind drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, und mindestens eins wurde nie erfüllt. Aber gut, ich habe von manchen Leuten schon einiges über die Dark Zone gehört. Es soll reine Glückssache sein, ob man da, ja, wie soll ich sagen, verraten und verkauft wird oder nicht. Ich bin extremst gespannt. Es soll auch Leute geben, die da drin echt gute Erfahrungen gemacht haben mit ganz... Telefon? Hier? Ja, wo lassen die Leute alle ihr Handy liegen? Bevor das anfängt, lasst mich den Gedanken zu Ende führen. Es soll Leute geben, die da drin echt freundlich unterwegs sind. Ich bin ja auch ein ganz netter. Ich werde niemanden hinterrücks angreifen. Ich bin ja auch alleine. Ja. Ja, hör auf zu klingeln. Ruft da gerade einer an? John, hier ist Vic. Depp hat gerade von der Nachtschicht angerufen. Die Insassen sehen krank aus. Einer der Wärter muss es eingeschleppt haben und es sieht so aus, als käme die Versorgungssphäre nicht. Also bleibt zu Hause. Wir sind doch eh schon unterbesetzt. Das wird hart. Ja, aber sie zahlen mir nicht genug, damit ich auf Rikers Island mit 20.000 Knackis mit Ebola oder so einem Scheiß festsitze. Geh heute nicht zur Arbeit, John. Das ist es nicht wert. Wahre Worte. Oh, hallo Jungs. Diesmal habe ich euch entdeckt. Ach, ich bin so blöd. Wir müssen nur überleben. Das ist alles. Warten wir darauf, dass wir krepieren. Scheiß drauf. Boom. Es ist einfach. Du darfst gehen. Also mal im Ernst, wenn ich so schieße, ne, dann wird das nichts mit der Dark Zone. Wobei da ja auch genug NPCs rumrennen, das ist ja das Schöne. Es ist nicht nur PvP. Vielleicht finde ich ja ein paar nette Leute. Woanders hinzielen? Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Eine einfache Risikogewinnrechnung. Ah, so kann man es auswählen. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Brennt. Das Ding fliegt in die Luft! Ah, ah, ah. Brennt. Sie bringen uns um! Wir sind Schützen! Wenn ich da drauf bleib, kann ich das auswählen, jetzt ernsthaft? Geht es da auf der Seite auch? Oho. Aha. Aha. Wusste ich nicht. Den schreibe ich aus. Warum hat er gleich einen Cleaner gewartet? Moderne Laufschuhe.
Wir werden es lassen, wenn wir niemals herkommen sollen. Lass dir nicht den Kopf. Ah, ihr wartet auch immer an derselben Stelle, oder? Ja, ihr seid nur zu dritt. Guter Wurf. Da haben wir nichts gebracht. Bitte, was war das gerade? Wer ist hier das Opfer? Hier schimmert der Boden so. Kann man? Ich würde hier gerne alles anzünden. Ich weiß nicht. Ach, das kommt von den Fernsehern. Ich bin ein Trottel. Ja, Loot sammeln so. Wofür sammle ich eigentlich den ganzen Loot? Elektronik. Ich baue doch eh nie was. Ja, schön. Bin ich wieder voll. Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt! Da war ich doch schon mal. Reingekommen. Oh, eine Schockgranate, schön. Was hast du? Beschichtete Plattenschoner. Nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Habe ich einen besseren? Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ah, diesmal komme ich rein, genau, ich habe 9. Boah, wo ist denn der andere Scanner? Alarm, Kontaminationsscan eingeleitet. Muss ich erst wieder dieses andere Teil finden. Nein. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Irgendwo sind bestimmt auch noch Gegner. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Da ist der letzte Scanner und jetzt die Cloud hochladen. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Ja, aber wo? Hallo? Gehst du da nicht raus? Komm ich da noch rein? Da sind sie. Super Schuss.
So, einmal hochladen bitte. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Naja, hat ja voll die XP gebracht. Jetzt mal ganz im Ernst. Mal so unter uns. Letztens bin ich einfach nur von dem Safehouse 20 Meter in die verkackte Kanalisation gegangen, ne? Und hab dafür, boah, wie viel waren es? 4.000, 5.000 Punkte bekommen. Und für so einen Kampf bekomme ich einen feuchten Händedruck. Wo ist denn da die, ja, wie soll ich sagen, wo ist denn da die Logik? Also kämpfen lohnt sich in dem Spiel nicht wirklich. Schon mal. Hinten irgendwo ist das Hauptquartier. Flip. Erfasse ein Echo in der Nähe. Wird mir aber nicht angezeigt. Achso, das da hinten. Ja, das habe ich schon. So, keine Heilung. Kaum noch Granaten. Blindgranate, Tränengas, Schock, Splitter, EMP. Kaum noch Granaten. Beste Voraussetzung, die Munition ist auch bald leer. Ich freue mich. Hier aus. Genauso bescheiden. Komme ich da irgendwo? Ja, da komme ich rüber. Die wollten es nicht anders. Zwei. Zack, sind wir wieder bei 12. Ich schätze, das sind die nächsten. Ich mag Pistolen im Nahkampf. Ach, da bist du. Das tut nur kurz weh! Ja, das wird auch nur kurz weh tun. Wir wissen beide, dass du gleich rüberkommst. Nein! Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene.
der Kerl auf den Zeiger. Ich werde keinen. Ich wiederhole. Keine. Das war Zeitverschwendung. Verteilerkasten zurücksetzen. Hier war ich doch auch schon mal. Es hat geklappt. Wir haben 3 Tauben in diesem Käfigdings auf dem Dach gefangen. Super. Ich bin nur in 20 Minuten wieder da. Dann zeige ich dir, wie man rupft und ausnimmt. Das mache ich nicht. Wenn du Fleisch essen willst, schon. Ach komm, das ist doch das Mindeste, nachdem du mich gezwungen hast, das blöde CSS zu lernen. Du brauchst Gummihandschuhe, ein Küchenmesser und eine Schere für die Flügel. Wenn ich kotze, geht das auf dich. Buchstäblich. Oh. Voller Feinde. Das war noch nicht alles. Granaten im PvP sind eh scheiße. Fuck. Entschuldigung. Ja, komm, steck dein Köpfchen raus, soll ich nehme dich noch mit. Wir kommen der Sache näher. Na dann rein da. Willkommen in der Dark Zone. Ja, aber ich hätte gesagt, den Spaß schauen wir uns beim nächsten Mal an.